Herr Parteiobmann, es gibt verschiedene Gerüchte und Anfang März wird es einen Parteitag geben, wo Sie gewählt werden wollen, also wo Sie als Kandidat antreten. Wird es auch Gegenkandidaten geben? Wissen Sie da schon was? Naja, der Parteitag ist am 7. März anberaumt. Bin vom Landesparteipräsidium, vom Landesparteivorstand, also kleineren, engeren Gremien, einmal designiert worden und daher ja, in dieser Funktion ist momentan tätig, insbesondere den Parteitag zu organisieren. Was die Frage nach den Gegenkandidaten betrifft oder auch Kandidatinnen betrifft, bin ich, glaube ich, der Falsche, der das beantworten kann. Es gibt immer wieder Gerüchte, die dann aber von den entsprechenden Personen wieder zurückgezogen werden. Ich glaube, da müssen wir einfach den 7. März abwarten. Der Bundesparteiobmann wird die Frage stellen und dann werden wir sehen, wer sich bereit erklärt, diese Funktion eventuell eben auch zu übernehmen zu wollen. Es gibt ja noch mehr Gerüchte. Es gibt zum Beispiel das Gerücht, der ehemalige Parteiobmann Johann Schürz möchte Dienstauto mit Chauffeur haben. Was sagen Sie dazu? Nein, das ist ein Missverständnis der Situation, wie sie gerade ist. Es ist ja so, dass Clubobleute von aller Landtagsparteien schon jetzt Zugriff auf den Fahrerpool, auf sogenannte Poolautos, die ja in der Garage des Landhauses zur Verfügung stehen, haben. Das kann man schon jetzt anfordern in dieser Funktion. Es geht einzig und allein darum, dass man sozusagen einen Fahrer seines Vertrauens auch bekommt, nicht unbedingt einen von einer anderen Partei oder wo man halt dann sich mit dem Telefonieren im Auto schwer tut und anderes mehr, sondern einzig und allein darum geht's. Das ist unsere Position. Und wenn andere Parteien etwas anderes wollen, wie gesagt, es sind ja auch andere Clubobleute hier potenziell davon betroffen, andere Parteien, wenn die andere Vorstellungen haben, auch das höre ich jetzt als Gerücht, dann mag das so sein, aber das ist nicht die Position der FPÖ. Das heißt, der Herr Schütz kriegt kein Dienstauto, er darf sich sowieso eines aussuchen, wie alle anderen Clubobleute auch, von der SPÖ, der Clubobmann, von den Grünen, wenn die jetzt einen Club bekommen, es geht rein um einen Chauffeur. Es geht, soweit wir das besprochen haben, darum, dass man man hat ja Anspruch als Clubobmann auch auf einen Fahrer und das soll halt eine Person des eigenen Vertrauens sein und nicht ich sage es unter Anführungszeichen, irgendwer. Und ich würde das auch nicht als Dienstauto bezeichnen, weil es ist ja auch nicht einer Person, einer Partei, einem Club zugeordnet. Das steht ja allen zur Verfügung. Davon stehen, glaube ich, zwei parat. Das ist vom Land so vorgegeben. Da gibt es entsprechende Regierungsbeschlüsse schon aus Vorzeiten. Das haben wir auch nicht rot-blau gemacht. Das kommt aus Vorzeiten. Und die werden jetzt auch nicht aufgehoben. Und entsprechend ist diese Ausstattung, so wie sie immer schon war, auch weiterhin zur Verfügung. Weiterhin wird Kritik geübt an der Personalbesetzung im Club Granditz als Clubdirektor und Petra Pfarrkirchner als Angestellte. Was brauchen die für Qualifikationen und warum ist da so massive Kritik eigentlich? Schau sich, warum die Kritik ist, das müsste man die Kritiker fragen. Es ist natürlich so, dass ein Clubobmann, der ja tagtäglich dort seine Arbeit verrichtet, zum Unterschied von anderen Abgeordneten ist, der ja jeden Tag vor Ort sich den einen oder anderen Mitarbeiter, Mitarbeiterin aussuchen können muss. Das ist ja klar, dass das Personen seines Vertrauens sind. Wenn der Hans Schürz Vertrauen in seinen ehemaligen Büroleiter, jetzigen Clubdirektor hat und den dort haben will, dann ist das von uns zu respektieren. Das haben wir auch getan. Und ich habe mit der Person Thomas Granditz persönlich kein Problem. Und das Gleiche gilt für das Sekretariat, wo ja nicht nur die Frau Pfarrkirchner ist, da ist ja auch eine andere Kollegin dort. Und die teilen sich diese Stelle zu je 50% Beschäftigungsausmaß. Und ich glaube, immer über Sekretärin, die 50% Beschäftigungsausmaß diesen Job dort erfüllt, sich so echauffieren kann, dann gibt es keine größeren Probleme, vor denen wir stehen. Es wird auch gesagt, Schürz will eigentlich nur mehr 5 Jahre abkassieren. Als Clubobmann doppeltes Gehalt wie ein Landtagsabgeordneter. Wie sehen Sie das? Schauen Sie, ich möchte jetzt nicht kritisieren, dass er das angenommen hat. Er wurde vom Bundesparteiobmann gefragt, hat gesagt, ja, er möchte das gern machen. Und das wurde von uns auch so beschlossen und daran gibt es, glaube ich, auch nichts zu deuteln, insbesondere angesichts der Tatsache, dass er diese Funktion ja schon viele Jahre ausgeübt hat. Ich glaube, hier ein bisschen Stabilität reinzubringen in einer Phase, die ja ohnehin relativ turbulent ist, denn wenn ein Parteiobmann 15 Jahre lang in dieser Funktion war und dann zurücktritt, ist es klar, dass das gewisse Verwerfungen nach sich bringt, das ist logisch, und dass man hier zum
zumindest im operativen Teil, nämlich im Landtagsclub, Stabilität hineinbringt, stößt nicht nur nicht auf meine Kritik, sondern ich finde es sogar gut, dass er das gemacht hat. Daher haben wir das auch einstimmig beschlossen. Und alles andere liegt in der Verfügung von Hans Schürz, ob er das jetzt 5 Jahre macht oder nicht. Das ist seine höchstpersönliche Entscheidung. Da müsste man ihn dazu fragen, wie seine Vorstellungen da sind. Die SPÖ löst die Sicherheitspartner auf. Das wäre das Prestigeprojekt von Hans Schürz. Was sagen Sie dazu? Naja, das muss man ein bisschen in der Genese sehen. Wir haben die Sicherheitspartner im Jahr 2015 eingeführt. Sie wissen, da war die große Flüchtlingswelle. Es hat in den Jahren 2014 und 2015 umfangreiche Schließungen von Polizeiposten im Burgenland, in allen Bundesländern, auch im Burgenland gegeben. Auch meine damalige Heimatgemeinde Ilmitz war davon betroffen. Und ich kann mich noch erinnern, da hat es dann geheißen, naja, man hat so Gegensprechanlagen eingerichtet, also so quasi, wenn man da irgendwie von einem Übeltäter verfolgt wird, kann man mit der Gegensprechanlage mit dem Polizeipost in der übernächsten Ortschaft und so weiter telefonieren. Und da, als wir dann in die Regierung gekommen sind, hat der Hans Schürz, wie Sie wissen, gelernter Polizist und der Sicherheit der Bevölkerung ja verantwortlich, sich überlegt, na, wie können wir da helfen mit den Mitteln des Landes. Und da wurde uns von vielen Sicherheitsexperten, von der Polizei, von Experten aus dem BMI, aus dem Innenministerium gesagt, das geht entweder durch vorbeugende Maßnahmen, also sprich, indem man die Menschen berät, oder das geht darum, dass man die Entdeckungswahrscheinlichkeit erhöht. Dass eben Personen patrouillieren, Vorkommnisse melden, um die noch vorhandenen Kräfte der Polizei entsprechend zielgerichtet einsetzen zu können. Und daraus ist das Projekt Sicherheitspartner geworden. Wenn man das jetzt ändert, es ist ja einiges seit 2015 geschehen, es hat einen Innenminister Herbert Kickl gegeben, der hat über 4000 neue Polizeiposten sichergestellt, die jetzt hoffentlich von dieser Regierung auch endlich besetzt werden. Wenn hier Polizeiposten in Burgenland zum Beispiel wieder geöffnet werden, weil es das Personal wieder zur Verfügung ist, ist es klar, dass für die Sicherheitspartner entweder eine andere Form der Beschäftigung gefunden werden muss oder der Betätigung oder dass man sie in dieser Form jetzt nicht mehr braucht. Aber das war aus der Genese heraus, aus dem Jahr 2014, 2015 heraus, eine Maßnahme, die, glaube ich, sehr gut gekommen ist. Nicht umsonst ist das Burgenland als Land an der Ostgrenze das sicherste Bundesland, zumindest nach der Kriminalstatistik. Und ich glaube, das ist eine Errungenschaft, die nicht nur, aber sicherlich auch auf das Wirken der Sicherheitspartner zurückzuführen ist. So viel wir wissen, war das Burgenland vorher schon das sicherste Bundesland und sind die Sicherheitspartner jemals evaluiert worden? Ja, da gab es eine wissenschaftliche Begleitung, das wurde auch veröffentlicht. Bitte mich jetzt nicht zu Details zu befragen, aber ich weiß, dass das von Anfang an so geplant war, das wurde auch so umgesetzt, wurde auch der Medienöffentlichkeit so bekannt gegeben und ist sicherlich zu eruieren, wie das genau abgelaufen ist. Es wurde auch immer nachgebessert in ihrer Betätigung und so weiter, es wurde auf konkrete Herausforderungen immer wieder eingegangen, hat ja auch Partnerfirmen aus der Wirtschaft gegeben, Sicherheitsexperten, die das Ganze ja arbeitsrechtlich oder sonst der rechtlichen Grundlagen entsprechend organisiert haben. Und ich glaube, das ist ein gutes Projekt gewesen. Wenn sich die Herausforderungen ändern, liegt es an der Landesregierung auch, dass die Organisationsstruktur zu ändern. Das ist keine Frage, das ist in der Möglichkeit der Regierung. Aber man wird sehen, was aus diesen ganzen Ankündigungen, das aufzulösen oder sowas auch immer, was da wirklich daraus wird. Jetzt nur eine persönliche Frage. Wollen Sie eigentlich im Burgenland bleiben als Landesparteihauptmann oder tendieren Sie eher dazu, dass Sie dann irgendwann nach Wien gehen? Ja, das ist auch ein Gerücht, das ich auch immer wieder höre. Schauen Sie, ich bin im Burgenland politisch tätig geworden. Ich habe 4, 5 Jahre hier sozusagen im Frieden gelebt, unpolitisch gelebt, bin da gefragt worden, ob ich für den Gemeinderat kandidieren will, habe den Einzug geschafft, bin dann gefragt worden, ob ich Clubdirektor werden will, habe das gemacht, bin dann gefragt worden, ob ich entsprechend kandidieren will auf der Landtagsliste für 2015, habe das gemacht, bin dann gefragt worden, ob ich in die Regierung gehen will, habe das gemacht. Ich glaube, die Verbundenheit zum Burgenland, zu den Menschen, zum Land ist evident. Da habe ich viele Jahre auch sehr erfolgreich arbeiten können. Es hat einmal im Jahr 2017 das Gerücht gegeben oder die Absicht gegeben, wäre das Finanzministerium in freiheitliche Hand gekommen, dass da auch mein Name im Spiel war. Das ist aber so nicht geworden und insofern glaube ich, ist das eine Debatte, die zwar immer in den Hinterköpfen schwebt, das verstehe ich, aber nicht wirklich relevant ist. Also mein Job ist hier im Burgenland, als Landespartei hat man natürlich umso stärker als bisher die Verstehung. Ich spüre überhaupt keinen Grund, hier darüber zu philosophieren, ob es andere Betätigungsfelder gibt. Gut, dann sage ich jetzt einmal vielen Dank. Jetzt haben wir viel über Gerüchte geredet und vielleicht ein paar aus der Welt geschafft. Ich hoffe es. Ich glaube, es würde der ganzen Sache der Stabilisierung nicht nur der FPÖ, sondern auch der Opposition, der burgenländischen Politik gut tun, wenn man hier ein bisschen zur Sachpolitik zurückkehrt. Danke.